Moin Moin und willkommen mal wieder aus dem Arbeitszimmer. Ja, keine Panik, die Ciao wartet unten noch in der Garage darauf, dass ich da mal diesen Getriebejammern auf den Grund gehe. Aber ja, heute mal ein anderer Anlass, und zwar möchte ich mich einfach mal bedanken bei den Abonnenten oder bei den Zuschauern. Ich weiß ja nicht, ob es alles Abonnenten sind. Und ja, ich sehe schon, hier sind wieder welche vor dem Arbeitszimmer in meinem kleinen Schaufenster mit dem Diorama und bestaunen das. Auch immer spannend. Ja, ich habe heute in die Post geguckt und da war ein großer Umschlag drin. Ich gedacht habe, komisch, ich habe gar nichts bestellt. Absender kannte ich jetzt auch nicht oder hat mir nichts gesagt. Und da habe ich das ausgepackt und da war ein nettes Anschreiben drin und von einem Zuschauer, und der hat mir geschrieben, dass er sich durch die Videos auch an seine Jugend erinnert hat und hat dann mal gekramt in seinen ganzen Sachen und hat mir da ein Mopedbuch und eine alte Zeitschrift geschickt, zeige ich euch auch gleich nochmal, ist wirklich sensationell, habe ich mich riesig drüber gefreut, das ist genau das, was ich sammle. Und letztens hatte ich auch jemanden, der hatte mir eine E-Mail geschrieben, da hatte er ein Problem, da habe ich ihm dann irgendwie noch geschrieben mit Anzugsdrehmomente und habe ihm noch Zeichnungen aus den Werkstatthandbüchern mitgeschickt, wie man das macht und Beschreibungen und so weiter. Und ein paar Tage später bekomme ich ein Paket aus der Schweiz mit massenhaft Leckereien drin. Zeige ich euch auch gleich nochmal, von dem, was übrig ist. Aber also es kommt immer öfter vor, jetzt auch mit der Zweitaktsäule, die ich da geschenkt bekommen habe. Und jetzt habe ich noch eine andere Geschichte, wo einer mir ein Mofa schenken möchte und ich darüber eine Videoreihe mache. Also, wie gesagt, vielen, vielen Dank. Ich freue mich immer riesig darüber und vor allen Dingen eben halt freut es mich, wenn euch der Kanal gefällt, wenn euch das gefällt, was ich hier so veranstalte und mache. Aber genug gelabert, jetzt zeige ich euch mal, was ich da gekriegt habe. So, das ist einmal Mofas und Mokeks der 70er Jahre. Das kleine Büchlein, wo teilweise Werbung drin ist, und Honda CB50, die ganzen alten Mopeds. Ja, hier die Hobby Rider 1 von Hercules. Ich habe sie damals als erstes offizielles Mofa, als ich dann 15 war, was ich offiziell fahren durfte, war die HR1, allerdings von DKW, die praktisch identisch war, nur dass da nicht Hercules auf dem Tank stand. Hier ist dann die Werbung mit drin und auch einige Mopeds hier, die HS50 von Batavus, die habe ich schon gar nicht mehr so richtig auf dem Zettel. Aber wenn ich sie wieder sehe, dann kommen natürlich auch schon wieder die Erinnerungen hoch. Hier sind die ganzen Kreidler-Modelle, sind hier nochmal drin. Und KTM, die KTM Hobby, ist damals unheimlich viel verkauft worden. Aber ja, hat man gar nicht mehr so auf dem Schirm, wo ich mich manchmal frage, wo sind die ganzen Mopeds eigentlich hin? Simson, Solo, hier auch, das kenne ich noch hier als aus den alten Prospekten teilweise die Bilder. Das ist, glaube ich, der gleiche Supermarkt, wo die rote Chow davor steht, wie aus dem Chow Porter Prospekt. Bravo, Zündapp, das ist auch aus dem Prospekt.
die 444 als High-Riser. Also wirklich. Ja, und hier nochmal ein altes Motorradheft vom Februar 1974 für ganze 1,80 Mark. Und da waren hier auch, ja, hier fängt das an, Mofas und Mopeds in Deutschland. Das waren auch noch Zeiten, da waren die meisten Bilder in den Zeitschriften noch schwarz-weiß. Da sind auch die, da ist sie auch wieder, die HR1 mit dem hochgezogenen Auspuff. Die Chao Peugeot Mobi Zündapp. Puch, Kreidler. Also wirklich, es ist wirklich alles drin. Und hier nochmal, das finde ich ganz besonders klasse, mit den ganzen Preisen damals in D-Mark, was die 1974 gekostet haben. Hier die Elektromofas von Solo und von Hercules. Und die Anzeigen hier von Puch, Hercules. Das sind die Anzeigen, die man damals mehr oder weniger verschlungen hat. Also mal abgesehen von der ganzen anderen Werbung, die da drin ist und die natürlich sensationell ist. Gefreut habe ich mich auch hier über die Suzuki GT550. Hat ein Freund von mir damals gefahren. Fand ich ein bildschönes Motorrad und ich liebe den Sound von Dreizylinder-Zweitaktern. Das ist schon wirklich eine tolle Geschichte. Also Zündapp-Werbung hier. KS125 Sport. Ja, finde ich toll, wenn mir sowas jemand überlässt und ich das für meine Sammlung habe. Hier habe ich dann mal letztens, das habe ich allerdings bei eBay gekauft, Werbekugelschreiber Piaggio Gilera. Dann hier noch vom Vespa Club Bonn, 1958. So alt ist der Kugelschreiber sicherlich nicht. Aber das ist noch ein Werbekugelschreiber von Rotring. Und nicht so ein einfaches Ding. Moto Vespa. Ist schon toll. Ja, und hier gab es das Fresspaket aus der Schweiz. Mit leckeren Sachen. Die Toblerone war als erstes weg. Die hat meine Liebste sich gleich gegriffen. Und mal so Getränke, die ich eigentlich auch so noch gar nicht kenne. Über Apfelwein und Boxer. Boxer Old. Das ist ein Bier, was ich natürlich klasse fand. Hätte ich jetzt meine Boxer noch, wäre das natürlich genau das richtige Getränk dafür. Ja. Ich find's toll, dass ihr da an mich denkt und mir solche Sachen schickt. Ich freue mich da riesig drüber und ihr könnt ganz sicher sein, das ist hier in den allerbesten Händen. Das wird hier alles sorgsam aufbewahrt. Und also ich freue mich regelmäßig an den ganzen Geschichten. Ja, dann geht's weiter. Ich weiß nicht, heute komme ich glaube ich nicht mehr dazu, aber dass ich morgen mal mit der Ciao anfange und dann kommt das nächste Video. Bis dann. Tschüss.